auffällig, dass Nicola und Goldberger im Weltcup in einer Art Lauerposition sind. Nun, Kazuyoshi Funaki, wieder gewonnenes Selbstbewusstsein. Nach den Verletzungen, nach den Problemen des letzten Winters ist er nicht wiederzuerkennen. Springt wieder gewaltig mutig. Einmal Fünfter, einmal Zweiter in Lillehammer und Kuusamo. Und im Training einer der Besten. Und der liegt, der bin ganz hoch und ganz weit. Junge, wo bist du hin? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo wollte er hin? Wieder neuer Schanzenrekord. Wieder neuer Schanzenrekord. Und da kann er sich das Kacheln leisten. Funaki. 140 Meter. Vor zwei Jahren sprang er in Kuopio mit 99 Metern Schanzenrekord, in Innsbruck Schanzenrekord, in Willingen Schanzenrekord, in Lahti Schanzenrekord. In Bischofshofen hätte er um ein Haar die Tournee gewonnen, aber da war ihm der Anfang auch oder der Anlauf auch zu lang und dann hat es ihn in den Schnee geknallt. Der sprungkräftigste 100.